So, hallo, heute zeige ich euch meine Variante eines Kreisschneiders für eine Bandsäge, die ich mir einfallen lassen habe. Eigentlich brauche ich überhaupt gar keinen Kreisschneider, aber da ich ein Projekt plane, brauche ich so runde Teller und kreisrunde Ausschnitte. Und ja, jetzt habe ich mir halt so einen Kreisschneider gebaut. Ich habe hier bei der Lösung darauf verzichtet, mit der Oberfräse Nuten zu machen. Ich wollte das schnell machen, ich wollte es unkompliziert machen. Und da habe ich mir jetzt hier eine Variante einfallen lassen, wo man im Grunde nur ja eine Tischkreissäge benötigt, mit der man Gärungen schneiden kann. Ja, das ist meine Variante des Kreisschneiders für die Bandsäge. Und ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Diese zwei Teile zugeschnitten. Das hier, das ist so eine Sperrholzplatte, die habe ich mir jetzt auf die Bandsäge zugeschnitten. Die Bandsäge hat einen Tisch von 30 auf 30 etwa. Ich habe die Breite ehrlich gesagt nicht gemessen. Ich habe zumindest dieses Brett hier auf 60 gemacht. Und da ich ja keine Oberfräse nutzen will, um hier so Führungsnuten und so weiter reinzumachen, habe ich mir ein neues Konzept einfallen lassen. Und zwar nutze ich hierzu eine zweite Platte. Diese zweite Platte, die ist größer als die Tischplatte. Auf diese Tischplatte kommt dann im Nachhinein noch, kommen auch noch diese Führungsschienen dran. Die hatte ich schon mir mal zugeschnitten. Die passen in die Bandsäge rein. Da kommt hier eins hin und hier drüben. Da ich ja keine Oberfräsen, Nuten reinmachen will, sondern alles mit der Tischkreissäge hier bauen will, ist der Plan, dass ich diese Oberplatte, die kommt hier drauf. Diese Oberplatte bekommt jetzt zwei Schnitte. Ich versuche, diese zwei Schnitte hier mal ranzuzeichnen, damit man das Prinzip versteht. Und zwar bekommt diese Platte hier zwei 45-Grad-Schnitte. Einen hier und einen dort, in etwa, das ist jetzt mal ganz grob. Hier vorne ist ja in etwa die Bandführung. Auf jeden Fall bekommt dieses Brett zwei Längsschnitte in 45 Grad, und zwar so, dass das im Grunde zwei Keile bildet. Und dann habe ich ja noch dieses Mittelstück und dann habe ich hier drei Teile. Ich habe einmal dieses untere, dann dieses mittlere Schiebeteil und das obere Teil. Und ich werde diese Teile hier durchschneiden, habe dann diese drei Teile, befestige das untere, ich nenne das mal 1, das Schiebestück nenne ich 2 und das obere Stück nenne ich 3. Ich werde dann 1 und 3 auf dieser Unterplatte befestigen, aber so, dass Teil 2 reingeschoben werden kann. Wenn ich das soweit habe, werde ich dieses Stück 2 aufteilen in 2a und 2b. Und zwar wird dieses Teil dann hier durchgeschnitten. 2b wird im Grunde auf die Bodenplatte befestigt und 2a ist dann praktisch verstellbar. Und dann bekommt 2a hier irgendwo ja einen Stift hinein, wo ich dann praktisch den Zentrierpunkt festlege, und daran kann ich dann hier meine Kreiselemente schneiden. So ist der Plan. Man braucht keine Oberfräse, man braucht keine komplizierten Abstandsmessungen und Anschläge und so. Das ist eigentlich eine ganz simple Sache und ich bin echt gespannt, ob das auch funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. So, der nächste Schritt wird auf jeden Fall sein, dass ich jetzt hier diese 45-Grad-Schnitte reinmache. Ich werde zuvor mir abmessen, wo das Sägeblatt der Bandsäge reintauchen wird oder bis wohin es eintauchen wird. Und dann weiß ich schon mal in etwa, wo ich Teil 2 A und B, beziehungsweise Teil 2 am Anfang, in welcher Höhe ich das in etwa schneiden muss.
Und das muss auch alles nicht so genau sein, weil ja im Grunde das Wichtige ist, dass man hier diesen Zentrierpunkt setzt. Aber den kann ich ja auf dem Schiebeteil hier oben hinsetzen oder ich kann ihn da unten hinsetzen oder da oder mittig. Das ist völlig wurscht. Deswegen grob justieren, schneiden und danach, der Zentrierpunkt ist wichtig, dass der überhalb des Sägeblattes liegt, der Bandsäge. Aber das kann man ja frei positionieren. Also das muss ja jetzt hier alles nicht auch super toll ausschauen und perfekt mittig sein, sondern es kann ja überall liegen, das Ganze. So, dann messe ich mir das jetzt mal an der Bandsäge aus. Der Plan ist ja, dass diese Sperrholzplatte hier den eigentlichen Tisch bildet. Dieser Tisch, der bekommt dann auch unten die Führungsschienen, die hier in diese Nuten reingehen. Und wenn das praktisch nach hinten geschoben wird, also eingeschoben wird, dann liegt dieser Tisch an der Position auf. Und das heißt, dass das Band von hier vorne bis da hinten geht. Dann habe ich schon mal das Maß. Und der Plan ist, dass diese Platte beziehungsweise diese drei Platten hier dran befestigt werden und vorne an der Bandsäge einen Anschlag bekommen. Und dazu werde ich hier so eine Multiplex-Platte hernehmen. Die hat 15 mm. Das heißt, dass diese Platte, diese obere Platte hier so weit übersteht, dass ich hier eine gerade Kante bekomme. Und dann werde ich diese Leiste, die werde ich mir dann noch zusägen, irgendwie so 10 mm breit oder 20, je nachdem. Und dann werde ich diese Leiste hier auch nochmal verschrauben und verkleben. Like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. So, jetzt habe ich hier meine Grundplatten oder meine Grundplatte. Teil 1, das kommt unten ran. Dann kommt ja das Schiebestück rein und das dritte Stück. Jetzt wird der nächste Schritt sein, dass ich hier diese Teile, also Teil 1 und 3, auf der Grundplatte befestigen werde. Dazu werde ich das Ganze hier auch drin lassen, das zweite Stück, damit ich hier den richtigen Abstand habe. Notfalls, falls es zu eng ist, kann ich hier immer noch ein bisschen was wegfeilen oder so oder wegschleifen, damit das einfacher reingeht. Aber ich denke mal, so prinzipiell müsste das dann schon ganz gut passen. Und wenn es ein bisschen enger ist, wird was weggeschliffen. Das ist eigentlich überhaupt gar kein Stress. Wobei ich fast damit anfangen könnte, an Teil 1 erstmal diese Leiste festzumachen. Dann habe ich hier schon mal den richtigen Anschlag und kann dann Teil 1 an die Bodenplatte befestigen. Ja, ich glaube, so gehe ich vor, dann habe ich hier schon mal einen Anschlag. Aber dazu säge ich mir das Ding hier erstmal auf Länge. Dieser Anschlag an Teil 1 befestigt. Und jetzt werde ich Teil 1 samt Anschlag hier auf diese Platte befestigen. Das ist ja die Bodenplatte, wo
wo ja dann die Laufschienen auch drauf kommen werden. Ja, das ist jetzt ganz praktisch, weil jetzt lege ich mir das hier einfach direkt an den Anschlag dran, richte das rechts und links aus, dass es bündig ist. Kleben werde ich das und ich werde es, glaube ich, von oben verschrauben. Mit ganz kleinen Schrauben. Also nicht viele. Ich könnte es eigentlich auch tackern. Ach, ich verschraub's. Ich werde es verschrauben. Das ist schöner. So, dazu leime ich mir das Ganze hier an. Drehe es um, richte es nochmal aus. Bohre das Ganze dann von oben. Und mache hier ein paar Schrauben rein. Also nicht viele. So vielleicht 4, 5 Stück oder so auf die Länge. Das sollte reichen. Der Kleber, der macht ja den Rest. Werde ich Teil 3 hier oben befestigen. Dazu lasse ich den Schieber jetzt mal drin und entferne ihn, nachdem ich das Ganze hier festgeklebt habe. Wichtig ist auf jeden Fall, dass der Schieber keinen Leim abbekommt und dass hier auch kein Leim rausgedrückt wird. Deswegen habe ich vorhin, als ich hier Teil 1 verleimt habe, eher so im unteren Teil Leim draufgegeben. Dadurch, dass das ja hier nochmal verschraubt wird, presst es sich ohnehin nach außen und es sollte hier auf jeden Fall nicht rauskommen. Also deswegen leimen eher nur so im unteren Teil, damit hier, wo der Schieber drin ist, nicht noch Leim rauskommt, weil dann müsste man säubern oder dümmstenfalls verklebt man den Schieber. Das wäre dann nicht so schön. Und ja, da sollte man vielleicht ein bisschen Acht drauf geben. So, ich werde jetzt hier das Ganze mit Leim einschmieren und dann Teil 3 befestigen und auch gleich verschrauben. Und ja, das mache ich jetzt. Like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back. So, jetzt sind die Teile verleimt. Ich habe hier noch das Schiebestück drin gelassen. Das sitzt auch ganz schön straff. Das muss ich jetzt erstmal rausholen, aber das ist auch überhaupt gar kein Problem, weil ich dieses Schiebeteil einfach ein bisschen abschleifen kann und dann flutscht das hier wieder durch. Also es geht schon, aber halt beim Rausziehen darf man halt nicht verkanten und dann geht es eigentlich. Also solange es so funktioniert, werde ich da jetzt auch nichts dran rumschleifen, da lasse ich das einfach so. So, als nächstes würde ich die Laufschienen dran machen, die ja in die Nuten reinkommen. Dazu habe ich mir ja hier schon so Teile vorbereitet gehabt. Die werde ich jetzt hier erstmal dran verschrauben bzw. festkleben und dann verschrauben. When you
Ich habe jetzt hier an der Bandsäge das Sägeblatt wieder eingebaut, weil der nächste Schritt sein wird, dass ich jetzt hier den finalen Schnitt mache. Und zwar werde ich hierzu den Schiebeschlitten in die Nuten einführen und dann den Sägeschnitt machen, so weit, bis ich hier am Anschlag hinten rankomme. Und sobald das gemacht ist, weiß ich auch genau, wo ich dann hier rauskomme und wo ich dann später den Drehpunkt befestigen werde. Aber bevor ich den Schnitt mache, werde ich jetzt erstmal probieren, ob die auch sauber läuft, weil das habe ich jetzt nämlich gar nicht gemacht. Nach dem ganzen Sägeblatttausch und so wäre es mal ganz gut, das mal zu testen. Ich werde jetzt auch gleich mal das Gehäuse wieder drauf machen, weil ich da jetzt eigentlich auch gar nicht mehr weiter ran muss. Der finale Schnitt ist jetzt gemacht, also das Sägeblatt, das fährt hier rein und endet hier. Also hier ist praktisch die Vorderkante des Sägeblattes und hier hinten wird ungefähr die Rückseite des Sägeblattes sein. Das heißt, dass ich jetzt weiß, wo das Sägeblatt rauskommt und wo es stehen bleibt. Und ich habe mir ganz am Anfang schon markiert, Teil 1, 3, 2 und dann 2b und 2a. 2b und a deswegen, weil das zweite Stück ich jetzt hier durchtrennen werde. Ich denke, ich werde es hier genau am Sägeblatt machen. An der Stelle, ja, macht am meisten Sinn. Ich werde es hier direkt durchsägen. Das Teil 2b, das bleibt hier drin. Also ich weiß noch nicht, vielleicht ist es fest genug, dass es drin verklemmt oder ich werde es verkleben oder mit einer Schraube befestigen oder so, da muss ich mal gucken. Auf jeden Fall trenne ich das jetzt hier durch, dann habe ich 2a und 2b und 2a bekommt ja dann den Punkt, wo dann praktisch Werkstücke dran befestigt werden, also diesen Stift. Und dazu markiere ich mir jetzt hier erstmal die Position, wo das hinkommen wird. Ich nehme jetzt erstmal dieses Teil hier raus und säge das erstmal ab. Jetzt habe ich hier Teil 2b. Das werde ich hier gleich mal wieder reinschieben. Naja, es ist jetzt ein bisschen locker, aber im Grunde ist dieses Teil nur dafür da, dass hier das Werkstück irgendwie nicht verkanten kann. Also wenn es jetzt komplett draußen wäre, wäre es halt blöd, weil hier haben wir eine Kante. Also ich lasse es jetzt erstmal so, festkleben kann ich es immer noch. So, jetzt kommen wir zu diesem Teil hier. Das ist ja das eigentliche Schiebestück. Wie mache ich das jetzt? Ich glaube, dann nehme ich vielleicht einfach einen 8er Holzdübel, bohre das hier vor, schiebe den komplett durch, verklebe ihn, schleife das danach schön plan. Und ich glaube, mit einem 8er Dübel fahre ich da ganz gut. Ich muss mal schauen, vielleicht habe ich auch einen dünneren. Ich hätte hier sogar so einen 6er Holzdübel, der würde auch funktionieren. Genau, dann werde ich hier jetzt einfach mit 6 mal reinbohren, werde das Ganze hier dran reinleimen und dann könnte man eigentlich auch schon mal einen Probeschnitt machen. Da bin ich schon die ganze Zeit ganz heiß drauf. Das lässt sich auch schön reinschieben. Das geht echt flutschig. Sehr schön. Ah ja, gut, raus. Gut, wenn der Stift drin ist, dann kann man. Aber genau, das ist ja ganz cool, dass ich den jetzt nicht krass geklebt habe. Jetzt kann ich den wieder rausschieben. Das ist so ein bisschen so wie Tetris. So. Jetzt habe ich hier diesen Mittelpunkt, diesen Stift eingesetzt, habe das hier alles nochmal plan geschliffen. Der geht jetzt auch hier schön rein. Ich habe jetzt momentan noch bei der Lösung hier nichts, womit ich das hier fest
schrauben kann, also diesen Schieber. Da sollte ich mir jetzt auch mal irgendwas einfallen lassen. Da ja dieser Teil hier bei der Bandsäge übersteht, wäre das ganz sinnvoll, hier vielleicht irgendwas anzubringen. Irgendwie so eine Art Schraube, die ich von unten ranziehen kann, was dann diesen Schieber in den Keil hineindrückt und dann nicht mehr weiter verschiebt. Da muss ich jetzt mal überlegen, was ich da jetzt reinmache. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich keinen Plan habe, wie ich das machen soll. Ich habe jetzt hier in meinem Sammelsurium tatsächlich was gefunden. Und zwar werde ich das hier mit so einer Einschlagmutter machen. Ups. Das müsste irgendwie M4 sein oder so. Und jetzt habe ich ja dieses kleine Teil da gefunden. Das passt hier rein. Und dann werde ich das hier reinmachen und mit dem Teil dann von unten hochschieben. Und die Schraube befestigt dann diese Leiste. Da reicht ja so ein bisschen Druck. Das muss ja alles nicht so super kräftig sein. Aber gut, dass ich immer alles aufhebe. Das ist jetzt auch das letzte Teil, was ich davon habe. Eigentlich habe ich gehofft, das damit machen zu können, weil von denen hier habe ich ewig viele. Ich glaube 30 Stück oder so. Die habe ich irgendwann mal auf dem Flohmarkt gefunden. 30 Stück für 3 Euro oder so. Also es war echt ein Witz. Naja, und sowas nehme ich dann halt schon immer gern mit. Weil man ja alles mal gebrauchen kann. So, das Ganze wird jetzt relativ unkompliziert verlaufen. Ich werde hier mit einem Forstnerbohrer ganz leicht hier reinbohren, dass diese Einschlagmutter auch wirklich vertieft ist. Dann bohre ich halt das Maß nach von dieser Einschlagmutter. Ich weiß nicht, das sind vielleicht 5 mm oder so. Und dann, ja, werde ich es mal ausprobieren, ob das funktioniert. Also das Ganze funktioniert wunderbar. Hier ist jetzt eine Einschlagmutter drin, dann meine kleine Rändelschraube oder wie man das Ding nennt. Und wenn ich jetzt hier das Teil reinschiebe, ist das alles noch schön leichtgängig. Wenn ich das hier unten ein bisschen festspanne, das ist ganz leicht festgespannt, dann ist das hier auch super fest. Dann wieder gelöst, wieder rein und fest. Super. Okay, also das Problem ist dann auch schon mal gelöst. Ja, dann gibt es noch ein anderes Problem. Und zwar, wenn ich das hier, ich zeige euch das mal an der Bandsäge. So, und zwar ist hier das Problem, wenn man diesen Kreisschneider, diese Vorrichtung drauf schiebt. Das funktioniert auch alles bisher ganz gut. Aber dieser Kreisschneider, der ist hier nicht befestigt. Der hat zwar einen Anschlag, der rangeht und wo der Tisch auch gerade ist, aber wenn ich jetzt hier Druck ausübe, dann seht ihr, dann kippt das Ganze. Ja, und da muss ich mir jetzt irgendwas überlegen, dass wenn der raufgeschoben wird, hier auch wirklich dann auch fest sitzt und nicht wegkippen kann. Das kann man hier, entweder löst man das damit, indem man hier eine Spannzwinge hinmacht. Das sollte eigentlich ausreichen, weil man ja eh hier im vorderen Teil schneidet. Oder man bräuchte hier irgendwie so eine Art Klemme oder Gleitschiene, wenn man das reinschiebt, dass der gleichzeitig auch noch an diesem Tisch hier hinten fixiert wird. Das Problem ist bloß, dass es hier relativ eng ist hinten. Also ich kann da jetzt nicht einfach so ein Kantholz nehmen und das da irgendwie da unterschrauben unter den Tisch. Da muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Aber ich glaube, anfangs mach ich das jetzt erstmal mit einer Spannzwinge, weil ich jetzt endlich mal einen Kreis schneiden will. So, das ist mein erstes Testobjekt,
wo ich jetzt einen Kreis draus machen werde. Ich habe jetzt hier in der Mitte eine 6er Bohrung gemacht, passend zu meinem Holzdübel, der in der Kreisschneidevorrichtung ist. Und ja, jetzt werde ich das mal ausprobieren. Okay, der erste Test hat schon mal nicht funktioniert. Ich habe gerade keinen Plan, warum das eigentlich nicht funktioniert. Wahrscheinlich habe ich irgendwas total falsch gemacht. Jetzt hat sich das hier total geil verklemmt. Vielleicht ist es ein bisschen zu dick, das Material. Ich werde mal mit einem dünneren beginnen. Ja, ich habe einen Schneckenschneider erfunden. Nee, mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ich diese Leiste nicht festgezogen habe. Und wenn man das nicht festzieht, dann schneidet das Ding Schnecken. Also auf jeden Fall, der Kreis, der ist dann, nachdem ich es festgezogen habe, auch was geworden. So schaut er aus. Schön rund. Keine Ahnung, wofür man sowas braucht, aber wenn man sowas braucht, dann habt ihr jetzt gesehen, wie das geht. Ja, schön. So, die ersten Tests waren auf jeden Fall erfolgreich. Ich musste jetzt erstmal einige Dinge anpassen an dieser Kreisschneidevorrichtung. Und zwar habe ich irgendwie mich hier bei diesen Stiften vertan. Also ich dachte eigentlich, dass der Mittelpunkt des Stiftes außerhalb des Sägeblattes liegen muss. Dem ist aber anscheinend nicht so. Jedes Mal, wenn ich das gedreht habe, hat sich das Sägeblatt verkeilt und ist fast zum Stillstand gekommen. Jetzt habe ich dann probiert, es weiter nach unten zu setzen und so. Und am Ende ist es jetzt so, dass der Mittelpunkt dieses Stiftes genau die Zähne trifft. Also am Anfang des Sägeblattes. Und damit hat es dann auch funktioniert. Das sind hier meine Kreise, die ich jetzt geschnitten habe. Das geht mit dickem Material, sowohl als auch mit dünnen Materialien. Und ja, also ich brauche diesen Kreisschneider eigentlich nur für ein Folgeprojekt, das ich jetzt vorhabe. Und ja, normalerweise brauche ich den eigentlich nicht, aber jetzt, wo ich ihn habe, werde ich ihn sicherlich auch mal öfter benutzen. Was auch ganz gut funktioniert, ist hier auf jeden Fall diese Feststellvorrichtung. Ja, also wenn man es festzieht, dann wird es hier oben auch nochmal angepresst und dann ist dieser Schlitten fest. Mir war wichtig, dass ich eine Lösung habe für mich, weil ich das jetzt auch zügig brauche, das Ganze, wo ich jetzt nicht noch Nuten reinmachen muss und mit der Oberfräse und so. Aber ich wollte einfach mal eine Alternativlösung zu so einem Kreisschneider für die Bandsäge bieten, wo man im Grunde keine Oberfräse braucht, ja, wo man relativ einfach eigentlich mit wenigen Schnitten und so einer Keilverbindung hier recht simpel das Ganze auch nachmachen kann. Also letzten Endes reicht eine Kreissäge aus, um hier mit so einer Keilverbindung so eine Schiene zu bauen, die man seitlich verschieben kann. Das habe ich jetzt so in der Art auch noch nie gemacht, aber es funktioniert ganz gut. Es gibt natürlich hunderte von Methoden, wie man so einen Kreisschneider für die Bandsäge bauen kann. Man hätte hier auch statt so einer Keilverbindung, hätte man auch so Nuten reinmachen können und dann so ein Gegenstück, das eine Falz hat oder umgekehrt, und das lässt sich dann auch gut reinschieben. Aber ich denke mal, das ist jetzt so die einfachste Lösung, wenn man hier einfach so eine Keilverbindung hat, so eine Doppelkeilverbindung oder wie man sowas nennt, keine Ahnung, wo man
das Teil hier reinschieben kann, feststellen kann. Also ich bin jetzt erstmal mit dem Teil relativ happy, weil es erfüllt seinen Zweck. Und wie gesagt, ich brauche das jetzt eigentlich nur für ein Folgeprojekt, das ich geplant habe. Und da brauche ich so runde Scheiben, beziehungsweise im Grunde Kreisausschnitte. Und deswegen habe ich mir das Ganze jetzt hier gebaut. Und ich hoffe, euch hat das kleine Projekt hier gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach unten da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Quatsch, nein, umgekehrt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach unten da. Über Kommentare bin ich auch immer wieder sehr erfreut. Schreibt mir einfach, wenn ihr Fragen dazu habt. Ich versuche diese dann auch zu beantworten. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Thank you.